Mahlzeit. Herr Dr. Gregor Gysi. Hallo und herzlich willkommen. Wir treffen heute die Bundesministerin Manuela Schwesig, die zum 20-jährigen Jubiläum des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung nach Greifswald gekommen ist. Der AStA hat sie zu einer Diskussionsrunde eingeladen, in der es um Gleichstellung geht. Beim Thema Gleichstellungspolitik geht es darum, Menschenrechte durchzusetzen. Und zwar das Grundrecht für Frauen und Männer, gleiche Rechte zu haben und auch gleichberechtigt teilhaben zu können. Das ist verankert, wie Sie alle wissen, in unserem Grundgesetz. Ja, ich bin Mona vom Allgemeinen Studierendenausschuss, also vom AStA Greifswald, bin die Co-Referentin für soziale Aspekte und da gehört auch Gleichstellung mit dazu. Das IZFG, also besonders Frau Blom, ist an mich herangetreten, weil sie mir den Hinweis gegeben hat, dass Frau Schwesig an diesem Tag in Greifswald ist. Und dann haben wir diese Chance gleich genutzt und sie hier eingeladen zu einer Diskussion. Und dementsprechend ging die Organisation dieser Veranstaltung auf meine Kappe. Was würden Sie denn sagen, was muss getan werden, dass auch nach dem Studium noch Beruf und Familie für Mütter und Väter möglich gemacht werden kann? Also für mich ist es immer die Unterstützung für Familien so ein Dreiklang aus Zeit, Geld und Infrastruktur für Familien. Die Infrastruktur, glaube ich, ist schnell klar. Das zweite Thema ist natürlich finanzielle Unterstützung, aber das dritte ist, dafür werbe ich sehr, Familien wünschen sich auch Zeit füreinander. Also niemand bei einem Engagement für den Job, das habe ich ja auch, aber trotzdem entscheidet man sich irgendwie für Kinder, wenn man mit den Kindern auch noch Zeit verbringen will. Jeder zweite Vater sagt, ich würde eigentlich gerne meine Arbeitszeit ein wenig reduzieren, um für mehr als nur den Gute-Nacht-Kuss zu Hause zu sein. Und jede zweite Mutter sagt, ich würde schon stärker in den Job einsteigen wollen, aber ohne Rückendeckung, ohne dass mir jemand auch etwas abnimmt im Familienalltag, gelingt es nicht. Und deshalb wäre es so wichtig, die Idee der Familienarbeitszeit auf den Weg zu bringen, wo beide Zeit für den Job haben und Zeit für die Familie. Ich bin Lisi. Ich bin eigentlich hier, weil ich mein Praktikum am IZFG gemacht habe, fast 8 Monate lang. Und ich bin im Stupa für die Linksjugend und im Prinzip ist, warst du das oder war das Frau Blome? Also irgendwie sind Leute an mich rangetreten und meinten, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und da mich das Thema Gleichstellung eh super interessiert, fand ich die Idee klasse und ich meine, mal einer Bundesministerin Fragen stellen zu können, die Chance hatte ich noch nie. Von daher habe ich mich gefreut und hatte natürlich Lust, damit zu machen. Ich würde gerne noch mal auf das klassische Familienmodell eingehen, was Sie eben benannt haben. Dass ja momentan gerade durch die AfD und auch leider durch die CDU und gerade auch CSU im Gespräch, dass eben das klassische Bild Vater, Mutter, Kind geschützt werden muss, dass die Tradition dahinter geschützt werden muss. Und da wäre meine persönliche Ansicht, dass es ziemlich diskriminierend ist, nicht nur queeren Personen gegenüber, auch Alleinerziehenden gegenüber und so weiter. Wie stehen Sie denn dazu? Ist das jetzt ein völlig überholtes Modell oder sehen Sie da auch noch grundsätzlich wichtige Dinge dran? Für mich ist das Thema Freiheit sehr wichtig und ich finde, dass jede und jeder sich ihr Lebensmodell frei wählen können muss. Ich finde, dass Politik sich überhaupt nicht reinzumischen hat in die private Entscheidung, wen liebe ich und mit wem will ich mein Leben zusammen verbringen und mit wem will ich Kinder in die Welt setzen oder großziehen. Und so tickt auch schon längst die Gesellschaft. Wir haben diese unterschiedlichen Modelle, ob Paare mit oder ohne Trauschein, ob homosexuelle, heterosexuelle Paare, viele Alleinerziehende, 2 Millionen getrennt lebende Paare, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Ich finde ehrlich gesagt, diese Diskussion gibt es, ich erlebe sie im politischen Alltag natürlich ganz klar, aber ich finde, sie hat mit der Lebenswirklichkeit der Menschen überhaupt nichts zu tun, weil die Leute sind schon viel weiter und erwarten, dass man ihre Lebensentscheidung respektiert und nicht sagt, die eine Lebensentscheidung, nämlich Frau, Mann, die verheiratet sind, ist die richtige und alles andere, naja, das gibt es zwar, aber das brüllen wir maximal. Also grundsätzlich fürs Thema Gleichstellung waren relativ viele Leute hier. Ich habe mich vor allem gefreut, dass auch relativ viele Männer da waren, weil das ja eigentlich sonst immer eine reine Frauenveranstaltung ist. Und von daher, also ich finde es super, dass sie als Bundesministerin überhaupt gesagt hat, sie würde gerne nochmal mit Studierenden reden, weil ja meistens das eher dann in den höheren Eliten so passiert, diese ganzen Gespräche, und wir da relativ außen vor sind. Deshalb fand ich das grundsätzlich gut und würde mich auch freuen, wenn so eine Veranstaltung nochmal irgendwie ermöglicht wäre, wo man vielleicht auch noch mit ein bisschen lockereren Zeitrahmen ein bisschen mehr ins Inhaltliche gehen könnte.